Das beschauliche Dorf Wacken, mitten in Schleswig-Holstein, verwandelt sich einmal im Jahr in die Metropole des Heavy Metals. Im vergangenen Jahr kam Heavy Rain hinzu. Es regnete so heftig, dass viele Besucher fernbleiben mussten. Einige Hardcore-Fans kämpften sich dennoch durch die Schlammmassen. In diesem Jahr klingt der Wetterbericht allerdings mehr als versöhnlich. Perfekte Bedingungen also fürs Headbangen zum typischen Gitarrensound. Aber in Wacken werden traditionell noch ganz andere Töne angeschlagen, verrät uns jetzt Tobias Gellert. Band 1 am Festivaltag 1. Sie eröffnen das Wacken Open Air seit 24 Jahren. Gut 15.000 Fans sind vor der Wackinger Stage, eine von 12 Bühnen. Sie feiern ihre Firefighters. Die Proben laufen seit Monaten. Alte Hasen, die schon seit Jahrzehnten dabei sind, in dem, was mal als Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wacken begann. Feuer löschen die meisten von ihnen keine mehr. Dafür sind viele Musikerinnen und Musiker dazugekommen. Alle freuen sich auf den großen Tag. So jetzt mal vorne von der Bühne aus das zu betrachten, ist die Spannung auf jeden Fall schon sehr hoch. Und ist auch nochmal ein anderes Gefühl, dann vorne zu sitzen und alle gucken mich an und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich, weil ich bin ja durch meinen Vater hier mit reingekommen, der spielt hier ja auch mit. Ja, es ist halt wie eine Familie, ne? Aber jetzt ist man halt aktiv dabei. Ein typischer Feuerwehrmusikzug klingt anders. Und gerade das erzeugt Gänsehaut bei der Band. Wie auch bei den Metalheads. Gänsehaut habe ich bei Highway to Hell bekommen. Vor allem, weil dann die Mädels vorne standen und dann auch noch geheadbanged haben. Aber das war einfach, ich weiß nicht, es war geil. Super viel Adrenalin, super viel Gänsehaut, es war eine wunderbare Stimmung. Ich war begeistert von dieser ganzen Menschenmenge, wie sie auf einmal losbrüllt und anfängt zu singen. Es war Wahnsinn. Wirklich unbeschreiblich. Das ist so ein Gefühl, wenn von hinten 10.000, 15.000, 20.000 Leute dir zurufen. Und ja, unglaublich, als wenn du da schwebst vor denen. Und heute ist auch noch ein ganz spezieller Gast dabei, André Schnurer. Er ist mit seinem Saxophon auf vielen EM-Meilen aufgetreten und bekannt geworden. Dass er mitspielt, macht die Firefighters noch ein bisschen stolzer als ohnehin schon. Band zufrieden, Metalheads glückselig, so muss das sein auf Wacken.